Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier im Marsch. Ich fahre jetzt wieder zur Brauerei und hole die nächste Ladung Bier. Tja, und dann mal weitersehen. Molkerei. Da müsste auch noch was sein. Butter und Käse und so ein Zeug. Na, Käse nicht. Quark und so ein Zeug, ne? Ja, Hopfenfelder, das wächst alles so schön. Leider noch nicht reif. Können wir noch nicht ernten. Ich könnte aber jetzt auch Fleisch kaufen. Dann machen wir Bier. Ja, gepflügt wird aktuell auf Feld 50 und die Gruppe hat auf Feld 12. 12 will ich Raps einsehen und dann will ich jetzt immer sehen, dass ich das vor der Gruppe. Dann werde ich beim nächsten Mal vielleicht Stufe 2 gedüngt bekomme. Weil aktuell habe ich ja so, dass ich vor dem Gruppen gedüngt habe. Und jetzt mache ich dann mit Gruppen diese Textur weg, Anführungszeichen. Und dann kann ich nachher mit einer Seemaschine nachher gleich normal Düngerstufe 2 reinbringen. Und dann brauche ich nur noch warten, bis Unkraut wächst. Und dann kann ich Unkraut bekämpfen und dann kann gleich nochmal gedüngt werden. Wenn die Spritze gewirkt hat, ne? Und dann sind wir fertig mit dem Feld. So mein Plan. Aber der Gruppe dauert eine ganze Weile. Das ist nur 2 Meter Reisbreite. Das dauert trotzdem eine Weile. 15 km/h. Das dauert halt. Ja, Feld 50, das dauert auch. Mit Düngen. Mit Gruppe im Flügen. Aber. So, jetzt haben wir Flaschenbier. Der Hopfen musste ich zukaufen. Leider. Malz wird auch wieder knapp. Ja, Maximum. Da muss ich mal sehen. So, Malz. Malz kann ich ja von dem anholen. Paletten. Ah, da muss ich mal sehen, dass wir alles läuft. Ne? Malz wäre nicht das Problem, dass wir Paletten sollte auch kein Problem sein. Müssten im Sägewerk welche sein. Ich hätte ja einmal Holz hingefahren. Aber ich weiß nicht genau, ob das reicht. Da wir im Prinzip Waren nicht verkaufen, also kein Getreide und sowas, mir alles veredeln und ich leider zu wenig Hopfen habe, muss ich hier ganz ehrlich sagen noch Hopfen zukaufen, weil die eigene Produktion, die reicht nicht hinten und vorne. Ich habe jetzt dieses Jahr ein bisschen gesteigert, aber nur ein bisschen und es reicht noch nicht. Ich stelle aber fest, dass wir hier das könnte noch einmal reichen, aber das soll ja voll werden, ne? Also Bier und Fass zusammen kann immer voll werden. Und nächstes Mal werden wir erstmal sehen, dass wir da die anderen Sachen kriegen, ne? Butter und so ein Zeug. So, eins noch, aber voll. So, Deckel zu. So, Bierflaschen. Bierfass haben wir verkauft. Das war ein bisschen wenig. Und Bierflaschen ist auch nicht doll. Edeka. Klopapier. Wirst du auch noch haben, theoretisch. Aber später. Könnten wir mal gucken, ja. Ne? Also, hat ja Hackschnitzel vom. Von Thüringen halt. Aber hier, das war nicht mehr fest. Speicherleck. War da gleich ein bisschen gezuckt, das ganze System. So. Und das ist ja eher das Problem des Prozessors, ne? Dass er nicht hinterherkommt mit Berechnen.
Weil leider LS nur ein Prozessor nutzt und das ist schlecht für das, da wir heute ja schon alle Mehrkernprozessoren haben, so oder so, ist es eigentlich von logischen her, dass man da auch dann nutzen könnte. Ne? Man nutzt mir 6 Kerne, wenn ich nur einen habe, nutzen kann. Ne? So, wo ist denn unser Edeka? Ne? Links irgendwo, ne? Ja, dann können wir gleich mal Fleisch verkaufen. Sollten unsere Schweine, ja, Schweine. Schweine wieder mal fällig zum Schlachthof. Das könnte passieren, ne? Also demnächst könnten auch bald die ersten Kühe soweit sein. Also Bullen. Und die haben noch genug Paletten und Kartons. Das ist gut. Edeka, wo bist du? Da ist er doch schon, Edeka. Ja, ich wünsche allen einen schönen Samstag. Montag, Dienstag mal sowas nicht. Ich vergesse das immer wieder. Aber im Grunde wünsche ich jedem einen schönen Tag, ne? Egal ob Montag oder Dienstag. Also, möge der Tag arbeitsreich sein. Solange es Spaß macht, ne? Ja. So, was haben wir hier Schönes? Sollte eigentlich gut verkaufen. Sollte eigentlich. Da alles wackelt, dem voraus hat alles geklappt. Wir fahren mal gleich zum Schlachthof. Das ist ja mehr oder weniger um die Ecke. Fleisch bringt auch viel Geld ein. Ja. Meine Rüben. Dann können wir gleich die Schulden zurückzahlen. Sollte eigentlich genug Fleisch und Wurst geben, ne? Also LKW sollte voll werden. Und dann muss ich mal sehen, dass ich gucken, ob ich noch Schweine noch habe, die hierher wollen, ne? Ja, kann sein, theoretisch ja. Und morgen, in game morgen muss ich sowieso so wenig Bier, so wenig. Oh, so, Schweine. Ich habe aktuell nur Schweine, keine Schafe, keine Hühner. Schweinefleisch 48, das ist nicht viel. Ich habe keine Schweine mehr drin hier. Wo sind die hin? Dann fahren wir hin zum Papier. Klopapier. Sind die alle gewesen? Das ist ja auch um die Ecke. So. Dann geht's Richtung Papierfabrik. So, so sieht man nichts. Ja, Pellets können wir auch verkaufen und. Und wie gesagt, das wollte ich eigentlich im Winter machen. Weil jetzt ist das mir ein bisschen, naja, kann der Preis nicht hoch sein normalerweise. Ne? Hohe Nachfrage gab es auch nicht lange Zeit. Dann wäre der Preis zumindest stabil. Wo wir heute eigentlich sagen müssen, dass es nicht mehr ganz so dramatisch ist. Schauen wir gleich rüber hier. Die Fläche ist ja frei gemacht für eine Produktion. Gucken wir mal, was hier haben. Toilettenpapier haben wir noch reichlich, Junge. Maximum erzeugen. Das ist gut. Können wir gleich mal aufladen. Ne? Dann brauchen wir noch mal 18. So. Wasser ist wieder knapp. Wasser ist knapp. Wasser, Wasser, können wir hier fahren.
Wasser ist nicht mehr viel drin. Wenn wir nächstes Mal eine Spur schicken. So, wo fahren wir das hin? Edeka. Ich habe da eher den Verdacht, dass da nicht alles verkauft wurde. Sonst hätte ich für Bier eigentlich mehr erwartet normalerweise. Ja, dann müssen wir hier Wasser was tun, ne? Wasser könnte man auch theoretisch verkaufen, ne? Theoretisch. Entscheiden wir uns später. So. Ich wollte noch Silage in den globalen Markt fahren. Heu habe ich schon getan. Dünger auch. Saatgut auch. Für das nächste Mal. Jetzt haben wir Folge Nummer 6. Müsste ich in der nächsten Folge das machen. Wo ist er? Da. Ja, die haben ja alles. Lidl, Edeka, Mensch, das ist ja richtig Paradies hier. Für die Shoppingmeile hier. Baumarkt haben sie. Och. Da sah ich doch, wir die Hälfte stehen lassen hier. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt so alles, oh, so drinnen, warum geht das nicht? Geht doch nicht. Ich muss ja gleich rechnen, ich höre schon wieder die Lüfter angehen. Starken Bauer haben. Ja, pack mit an, kriegst eine Flasche Bier. Ja, interessiert nicht. Der mag kein Bier. Ja, du auch? Ja, sag doch. Dann können wir gleich mal die Schulden zurückzahlen? Ne? Dann haben wir doch jetzt erledigt. Ich dachte vorhin noch wieder Zinsen zahlen müssen oder so, ne? Wäre schlecht. Neue Fahrzeuge, ja gut, ich habe ja sie gekauft. Ich dachte in größeren Schritten. So. Nee, 5000 geht nicht. Naja, siehst du mal richtig gegessen. So, ein bisschen dichter ranfahren, Junge. Ja, die Fußgänger geben auch einen Keks. Aber wie gesagt, die Autos halten ja auch nicht an, ne? Das ist ja so. LS11-Team damals mit dem Radlader weggefahren, die Autos. Das mochten die gar nicht. Hat sofort Fehler verursacht. Irgendwo haben die Fahrzeuge mittendrin angefangen zu bohren auf dem Feld. War interessant. Da war ja so ein Graben im Ort oder so, ne? Und da habe ich es mal reingeschoben. Aber jetzt kann man die Autos ja abschalten, habe ich ja hier auch. Also was soll man sich da ärgern, ne? So, jetzt geht Trennpapier. Jetzt fahren wir zur Molkerei. Aber das machen wir in der nächsten Folge.
So, Zuschauer, das soll es auch heute gewesen sein. Ich sage mal schön Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und schau. Bei der Molkerei holt euch wieder ab. Tschüss.